single man. Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist BeastGamingTV und ich habe lange kein Video mehr gebracht und darum habe ich mir jetzt gedacht, ich muss einfach wieder mal ein Video raushauen. Ich meine, habe ich jetzt schon bereits 59 Abonnenten, läuft bei mir. Ich freue mich natürlich über die 100 Abonnenten, die ich da mal habe, beziehungsweise vielleicht... Gesundheit. Scheiße. Naja, die ist zum Beispiel... vielleicht auch jetzt dann schon bald mal kriege. Auf jeden Fall wollte ich mir heute mal kurz, erstens habe ich einen kleinen Glitch für euch, den ihr euch reinziehen könnt. Der ist eigentlich auch nicht so schwierig. Es geht um den Hot Knife, da gibt es so einen kleinen Glitch und den will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Dann habe ich noch kurz ein anderes Thema, und zwar werde ich während dem das Thema heißt ansprechen. Ihr seht, ich habe schon ein paar heiß Missionen erledigt. Sind auch richtig nice und so. Machen Bock. Spielspaß ist da. Ihr wisst ja, was ich von Rockstar halte, seitdem sie mir die Kohle weggenommen haben. Trotzdem muss ich sagen, Rockstar hat geile Arbeit geleistet. Also. Ja, ich habe sie mir schon noch ein bisschen besser vorgestellt, die Banküberfälle. Aber sie sind okay. Also wirklich, man kann sie zocken. Aber für das, dass Rockstar ein Jahr lang die Banküberfälle verschoben hat, finde ich es ein bisschen frech. Für das, was sie jetzt geleistet haben, das ist ja wirklich eigentlich fast gar nichts. Für das in einem Jahr könnte man, ja, ich will jetzt nicht, ich schätze das jetzt mal, ich weiß nicht, ob das so ist, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr das besser wisst, aber ich schätze mal, in einem Jahr kann man mindestens drei Viertel eines Spiels ganz fertig produzieren. Kann auch nicht so sein, Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe so das Gefühl. Und Rockstar hat sich einfach viel zu viel Zeit genommen für das und viel zu wenig produziert. Ich habe einfach das Gefühl, Rockstar hatte keinen Bock mehr auf das Produzieren von Heist. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir kurz zu dem Glitch. Und zwar will ich euch zeigen, wenn ihr auf Fahrzeug reparieren geht und runter auf Karosserie bzw. Motorhaube, dann seht ihr hier, habe ich den ohne die Seitenbügel. Wie habe ich das gemacht? Weil eigentlich sieht er ja so aus. So, genau. So und so. Jetzt gibt's aber einen kleinen Trick, und der ist ziemlich tricky und freaky, aber der ist nicht so schwierig, der ist also ziemlich einfach. Am besten nehmt ihr euren Controller und stellt ihn einfach mal so, dass die X-Dreieck, Kreis- und Viereck-Taste nach unten zeigt und die, also die X-Taste nach links und die Dreieck-Taste nach rechts und die Steuerkreuz-Tasten oben. So, ich hoffe, ich habe das euch jetzt genug beschrieben. Dann werdet ihr einfach zwischen rechts und links switchen, und zwar ganz schnell, und dann schafft ihr das. Irgendwann habt ihr es, und wenn ihr das habt, dann lässt ihr los, wenn ihr nichts mehr seht, und dann habt ihr den so. Und jetzt könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt eins nach oben geht, dann ist er wieder so, ne? Aber wenn ihr dann wieder runter geht, ist er wieder so. Das wird sich aber ändern jetzt dann in ein paar Minuten. Ja. Das Ganze kann man auch unten machen, indem man wieder den Controller hält, wie vorhin, wie ich es beschrieben habe, und zwar wieder switchen. Und auch das geht, wie ihr seht. Auf jeden Fall richtig nicer Trick. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Auf jeden Fall habe ich einen Trick selber rausgefunden. Beziehungsweise es war aus Versehen, weil plötzlich hat es da rumgebackt bei mir und ich hatte da plötzlich so ganz komische Sachen an meinem Fahrzeug. Ja, halt, der sah mal so aus und dann mal so, mal ganz, ganz komisch. Und da habe ich mir gedacht, ja, da muss es doch einen Glitch geben. Habe ich das mal probiert, weil ich das von einem vorherigen Video mal gesehen habe. Und ja, ich hoffe, euch hat der Trick gefallen. Ist es nicht so speziell, aber ja, ein Glitch, mein erster auf diesem Kanal. Und ja, ich würde es jetzt aber mal kurz so lassen. Ja, das geht jetzt nicht mal mehr, weil ich das halt schon so habe. Also das würde schon gehen, aber dann müsste ich einen anderen kaufen und dann wieder einen anderen, also wechseln, und dann geht es. Aber jetzt nicht, weil ich ihn schon gekauft habe. Dann kommen wir noch zu einem anderen Teil,
den ich sagen wollte. Das hier heute wird ein bisschen längeres Video. Und so werde ich das mindestens so 30 Minuten versuchen zu machen. Auf jeden Fall so lang wie möglich. Und ja, wir gehen jetzt gleich wieder zu meiner Garage und holen uns den Karin Kurumo. Das ist der orange-blaue, getunter, gepanzerte Wagen. Der ist richtig nice, kann ich euch empfehlen. Da kommt wirklich keine Kugel durch. Den kriegt ihr auch ab dem ersten Banküberfall, und zwar bei der Flieger-Filiale. Wenn ihr die beendet habt, die Vorbereitungsmission und die Hauptmission, dann kriegt ihr den. Falls ihr nicht schwitzt, was ich damit meine mit Vorbereitungsmission und so, dann guckt euch das einfach im Internet an. Und ja, dort sehen wir einerseits noch mein Burrito Gangwagen von den Rockern da. Hier drüben haben wir nochmal einen Wagen, den kriegt ihr bei Human Labs. Human Labs müsst ihr die ganze Mission beenden. Und da drüben haben wir noch den Wapit Garden und den. Ja, das war jetzt meine Mutter. Ja, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Das werde ich jetzt aber nicht rausschneiden, Leute, weil. Oh Gott. Ja, auch ich habe Eltern und auch meine Eltern nerven. Ab und zu. Scheißegal, ich lasse mich nicht wegen dem runterkriegen. Leute, das war jetzt mal. Keine Ahnung. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. So, dann, wie gesagt, kommen wir zu dem Wagen. Jetzt spreche ich halt ein bisschen leiser, damit man gut pennen kann. Der Wagen ist einfach mal kugelsicher, richtig nice. Dafür hat er überhaupt ganz ein kleines Feld. Also, Innenperspektive ist gar nicht möglich. Ja, ist schon möglich, aber halt nicht so geil. Beziehungsweise schwierig. Ja. Dann zeige ich euch noch einen Wagen, den finde ich richtig nice, der reingekommen ist. Und zwar ist es der gleiche, den ich euch vorhin gezeigt habe, dieser Insurgent. Das war der Militärwagen, der gepanzerte. Der braucht so 10 bis 13 Schüsse, bis der explodiert. Und von dem gibt es aber noch eine zweite Version. Und zwar den Insurgent Pickup. Und den werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Jo, da oben ist auch schon gespawnt und wir driven da nach oben. Heute plapper ich ein bisschen länger, beziehungsweise ein bisschen mehr. Ist aber nicht so schlimm, ne? Das passt schon. Da seht ihr ihn. Der hat ein Maschinengewehr oben drauf, der ist mal richtig nice. Kann man natürlich auch damit rumschießen, gar keine Frage. Einfach mal Steuerkreuz nach rechts gehalten, drücken und dann losbannen auf R2. Ja, ihr seht gerade, der macht riesigen Schaden, also richtig krass. Mit dem kriegt ihr jedes scheiß Fahrzeug down, sogar Panzer. Ihr braucht einfach ein bisschen länger, aber ja, der Wagen geht auf jeden Fall richtig ab. Also ich feiere das Fahrzeug. Das ist richtig nice. Und ja, für Menschen braucht es 2 Schüsse. Für Bullen glaube ich auch. Halt einfach. Ja, ich finde den Wagen einfach richtig nice. Der ist richtig geil, Leute. Also ich muss sagen, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Wagen findet. Aber ich finde den Hammer geil. Der hat mich 1,35 Millionen Dollar gekostet. Und wie gesagt, den kriegt ihr, wenn ihr die Human Labs Mission beendet. Und zwar ganzen Überfall macht, nicht nur die Vorbereitungsmission. Ihr müsst den ganzen Überfall machen bis zum Schluss. Und dann kriegt ihr dieses Fahrzeug freigeschaltet. Das heißt, ihr müsst es noch kaufen bei Warstock. Und zwar für 1,35 Millionen Dollar, wie ich schon gesagt habe. Auf jeden Fall kann man mit dem richtig geil Fahrzeug ran. Entschuldigung. Oh, meine Stimme versagt. Das ist bereits die 5. Aufnahme oder so. Ja. Die ersten waren ein bisschen verkackt.
Auf jeden Fall will ich natürlich nur das Beste für euch produzieren. Also gibt es nur das Beste. Ihr könnt mit dem Wagen richtig geile Rampen und so. Also auch das ist möglich. Der macht wirklich gar keinen Rückstoß oder so, wenn ihr im Fahrzeug rammt. Der ballert einfach rein. Ja, okay, minimaler Rückstoß gibt es, aber den kann man einstecken. Also ist wirklich nicht schlimm. Merkt ihr eigentlich fast nicht. Ja, da passen übrigens 9 Leute rein. Hinten 2, vorne 2, in der Mitte 3, einer im Geschütz, 2 auf den Seiten und auf den Treppenstufen, auf den Seiten da, auf diesen Ablagen kann je einer noch stehen. Also richtig geil mit dem, das ist so ein bisschen Crewwagen, finde ich. Auf jeden Fall richtig nice. Bei dem anderen passen leider nur 6 rein. Bei dem geschlossenen, gepanzerten, den ich euch gezeigt habe, da passen hinten 2, in der Mitte 2 und vorne 2. Und ja, ich will euch noch was erzählen, aber ich fällt mir jetzt gar nicht ein. Auf jeden Fall, der Wagen ist richtig nice. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar schreiben könnt, was ihr von dem Wagen haltet, ob ihr den Wagen auch habt und vor allem, ob ihr euch den Wagen kaufen würdet, wenn ihr den freigeschaltet habt. Nimm mich so ein bisschen Wunder. Boah, könnt ihr mal in den Kommentare schreiben. Dann habe ich eine neue Crew gemacht und zwar heißt die Beast Gaming TV Crew. Und Leute, wirklich, ich würde es euch empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Mein Emblem, sage ich jetzt mal einfach, ist wirklich das geilste, das ich jemals gesehen habe. Das ist ein Totenkopf, der aussieht wie ein Biest mit Hörner oben drauf, dann Bizeps auf der Seite. Im Mund hat er so riesengroße Säbelzähne, also 2 Stück von unten nach oben. Sieht richtig geil aus. Ich kann euch vielleicht noch meine Facebook-Seite verlinken, wo ihr das Bild seht. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mein Emblem findet. Oder ich kopiere es euch einfach in die Kommentare. Das mache ich, glaube ich, das geht einfacher, weil ich es auf dem Handy fotografiert habe. Und ja, ihr könnt natürlich der Crew beitreten, wenn ihr das wollt. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mir kurz in die Kommentare schreiben könntet, dass ihr beitreten wollt oder dass ihr mal schnuppern wollt. Beziehungsweise, ja, in meiner Crew geht's drum, wir sind Bros, wir lassen keinen zurück. Motto, ja, wir lassen keinen zurück, wir sind Bros. Crew Rang bis jetzt immer noch 900 irgendwas tausend, glaube ich, oder 90.000 sowas. Einfach halt, ich habe die erst gerade richtig erstellt. Mitglieder sind bis jetzt noch die 0 drin, außer ich, also einer. Ja, aber da kann eigentlich jetzt an die Tage können da noch mehr reinkommen. Bis zu 10 Stück habe ich da schon aufgefischt. Die hätten da Bock mal reinzuschauen und die werde ich dann natürlich auch einladen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr da rein wollt. Dann werde ich euren PC-Name anschreiben und werde ich eine Einladung schicken. Dann kommen wir dazu, ich werde ab und zu, habe ich ja schon mal gesagt, livestreamen, das kommt jetzt aber seltener dazu, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Und ja, ihr seht auch, ich bin Rang 27, ich war ja da 190 oder so. Ja, ist leider nicht, ich kann den Accountnamen nicht wechseln und ich möchte einfach Beast Gaming TV fortfahren da. Das finde ich, YT, finde ich gar nicht mal so ein übler Name. Ja, vielleicht hätte ich jetzt Angst, dass YT sich TV nehmen können, aber ja, ist mir lieber so ein bisschen mehr Support, ein bisschen mehr Werbung. Ja. Dann, ja, was kann ich denn noch erzählen? Beziehungsweise ich wollte noch was, aber ich weiß nicht mehr ganz was. Ah ja, falls ihr jemand braucht, der mit euch Banküberfallmission macht, weil das jetzt gerade so ein ziemlich großes Thema ist, dass einfach keine Leute mehr Bock haben, die Überfälle zu machen, dann schreibt sie in die Kommentare und ihr könnt untereinander vielleicht ein paar Personen finden. Ich bin natürlich auch dabei aktiv und werde euch helfen, falls ihr Probleme habt, beziehungsweise schreibt sie mir in die Kommentare, welche Mission. Ihr addet mich kurz. Ich gebe euch dann meinen PSN-Account durch. Ihr könnt mich adden.
Und ja, beziehungsweise ich werde euch meinen PSN-Account in die Beschreibung hauen. Da könnt ihr mich mal anfragen darauf. Einfach bitte nicht einfach random anfragen, sondern schickt mir kurz eine Nachricht, dass ihr von YouTube seid, dann weiß ich, was los ist. In der Nachricht, wenn ihr eine Anfrage schickt, ja, wir wollen nicht nur in deine Crew, sondern wir wollen in deine Crew, also PS, ich will in deine Crew. Ja, jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Ah ja, genau, wie gesagt, ich helfe euch natürlich dabei, die Mission zu machen. Dann lädt ihr mich einfach ein. Ich bin viel am Wochenende online. Ich habe auch ein paar Kumpels, die mitmachen würden bei den Heists. Weil das ist jetzt gerade ziemliches Problem. Auch bei Social Club bin ich ein bisschen enttäuscht. Wie gesagt, das Emblem funktioniert noch nicht ganz 100%. Das heißt, ja, ich kann es noch nicht auf meine Fahrzeuge setzen. Sonst hättet ihr es ja bereits gesehen. Und ja, das orange, die orangene Farbe auf meinem Karin Kurumo, dieser kugelsichere Wagen, der hat meine Crew-Farbe drauf, das ist Neon-Orange und die wird auch so bleiben. Falls ihr den mal ändern wollt für einen Gletscher oder so oder für eine Neon-Farbe, dann schreibt mir das einfach in Crew-Chat rein, dann kann ich das machen, natürlich mit Begründung warum. Nicht einfach so, das mache ich nicht, aber wenn ihr schreibt, ja, wir wollen eine andere Neonfarbe, dann könnt ihr das machen, dann mache ich das. Ganz klar. Und wie gesagt, ich werde auch schauen, dass ich das Bild mal irgendwie auf meine Autos kriegen werde, beziehungsweise ich muss jetzt warten, bis Social Club wieder richtig funktioniert. Jetzt ist so ein bisschen am Hängen, Backen, was weiß ich. Auf jeden Fall mal schauen, was da so noch geht, die Tage. Und wenn es geklappt, dann werde ich natürlich ein Video machen, wo man mein Emblem sieht, an meinem Fahrzeug. Ja, dann würde ich mal sagen, was das eigentlich von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen Gameplay einblenden. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über Bewertungen, Kommentare und Likes würde ich mich natürlich riesig freuen. Über Abonnenten auch. Ich habe jetzt wie gesagt schon 59, wäre toll, wenn wir diesen Monat noch die 60 erreichen würden, beziehungsweise 80, was auch ganz nice wäre, wenn wir 100 erreichen würden, aber daran zweifle ich, weil ich bin vielleicht auch ein bisschen selber schuld, ich weiß nicht. Ja, ich würde mal sagen, ich bin raus, ich lasse noch ein bisschen Gameplay laufen, so 5 bis 10 Minuten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.